Ja, hallo zusammen, Straßenbahnfans 911. Heute mal was ganz Besonderes. Heute mache ich mal ein kleines Revue oder Revue, wie man das nennt. Ein kleines Special für 100 Abonnenten. Ja, ihr seht, es geht heute um eine Hammer, Funkmaus und Funktastatur. Ich mach doch mal das gute Stück auf, ist schon geöffnet. So schaut sie aus. Hatte ich auch schon kurz geöffnet. Hier ist die Maus. Hier ist natürlich das Grundstück mit Tastatur mit Batterieanzeige, wenn die Batterie leer wird. Kleine Beschreibung. Oh, die fällt schon auseinander. Nein, die fällt nicht auseinander. Ja, ich hoffe, dass ich die zum Laufen kriege. Ich zeige das jetzt mal kurz. Von der lauten Rückseite hier auch mit Windows 10. Alter, ich sehe gerade nichts auf dem Bildschirm. Komfortabel sein. Ja. Und versuchen wir doch einfach mal das Ding jetzt erstmal aus der Packung zu tun. Diesen Schraubenzieher, diesen Ritsche-Ratsche, so wie mein Lieblings-YouTuber sagt, den habe ich nicht gebraucht. Aber den werde ich jetzt brauchen, um das Batteriefach für die Maus zu öffnen. Und ja, da ist er. Mitgelieferte zwei Batterien, die wohl funktionieren, aber da fehlt doch noch was. Ah, da ist es ja. Normalerweise sind hier auch diese Dinger dabei und das ist dabei. Okay. Mit einer Hand ist immer auszupacken, ist immer doof. Und hier diesen USB-Slot. Oh, der fällt schon von selber raus. Okay. Gut, dass mein PC schon hochgefahren ist. Jetzt muss ich nur hier schaffen, irgendwie diese Batterie aufzukriegen. Also nicht die Batterie. Das sollte man nicht öffnen, diese Folie hier zu entfernen. Ist nur eine Folie drum. Weil dasselbe nochmal bei der anderen hier. Ist auch Folie. Ja, dafür könnten wir, wenn sie das nicht von Hand öffnen lässt, diesen Ritsche-Ratsche benutzen schon. Wo habe ich den jetzt hingelegt? Ach, das geht auch so. Ja, Vorführeffekt. Nehmen wir halt schnell einen anderen Schraubenzieher. Geht genauso. Hoffe, dass ich das jetzt hier halbwegs zeigen kann, ohne dass ich jetzt das umschmeiße und mich filme. Ich bin gerade im Rätsel, wie ich das am blödsten hier aufbekomme. Ja, wenn einer hier, der sich wundert, warum der Finger schwarz ist, es kommt leider vom Edding-Stift, habe ich mich versehentlich versaut. Okay, die erste ist ausgepackt. Also die zweite Mal. Wenn das Problem mit urheberrechtfreier Musik nicht wäre, dann könnte ich das jetzt einfach Radio im Hintergrund laufen lassen. Das ist halt so eine Sache. Leider. Oh, das ging ja schnell. So. Jetzt müssen wir nur. Oh, zum Glück ist die nach vorne umgefallen. Jetzt muss ich nur schauen, welche ist für welche. Ich glaube, die ist für. Schaut aus wie für die Maus. Dann kommen diese große dann da rein. Ja, wo habe ich jetzt den verdammten Scheiß hingelegt? Habt ihr jetzt nicht gehört? Hallo? Ja, so einfach kann man Sachen verlegen. Machen wir es halt damit. Ach, hat gut geklappt. Ja, das ist die Batterie, Plus. Soll so rum reingehören. Okay. Okay, die passt doch nicht rein. Größer als der Deckel, dann gehört die hier da rein. Oh, da hat schon was geblinkt. Kurz. Ich mache das nochmal kurz hier raus, die Batterie, um zu zeigen, ob man sieht. Jetzt kann es natürlich noch nicht funktionieren, weil die noch nicht verbunden ist. Ich mache es nochmal. Batterie. Einrasten, zack, leuchtet. Okay, ich hoffe, dass es das jetzt dann so funktioniert, wie ich das will. Flop. Das erste ist eingelegt, wie ist es hier? Auch wieder so ein Mechanismus. Ich hasse diese Mechanismen mit den komischen Deckel. Das ist immer eine Fummelarbeit hier, den. Ah, okay, hier ist, dann kommt hier die komische rein. Sehr unrealistisch, wenn so in der Maus eine größere Batterie ist wie in der Tastatur.
Aber eigentlich egal. Aber perfekt, wenn die schon mitgeliefert waren. So, lege ich das mal ein. Alles jetzt schon richtig rum. Ja, war's. Die liegt sehr meiner Meinung nach ziemlich wackelig drin. Ziemlich scheps. Kleiner Minuspunkt. Aber ich schaue mal, ob es trotzdem geht. Ah ne, da man muss nur. Jetzt ist er eingehängt. Aber gut, mit einer Hand was zu machen, ist auch immer ein bisschen schwierig. So, habe ich jetzt den Deckel hingelegt. Das ist ja ganz toll. Ach hier. Noch ein Deckel wieder drauf. So, dann ist die eine schon einsatzbereit und die Maus. Und das hier, wie das jetzt installieren geht. Dazu kommen wir jetzt. Ich mache das jetzt an ein großes durchschnittliches Video ohne Zwischendurchschnitte, weil das ist mir zu doof. Das lege ich mal weg, das möchte ich nicht zeigen hier. Ja, kommt schon. Ja, wer hat hier wieder die Chipettes eingestellt? Passwort zeige ich natürlich nicht. Und wer hat hier die Chipmunks eingestellt? Na egal, einstellen kann jeder, was er will. Ist ja eigentlich egal. So, Stecker hier reinmachen. So, oh. Ja, stimmt. Falls ihr euch wundert, ich habe ein bisschen umgestellt. Jetzt steht das Kassettendeck hier, oh, hier drauf. Und nicht mehr hier im Schrank. Und das ist jetzt hier ein wenig umverändert worden, auch umgebaut. Das habe ich umgebaut, ja. Okay, jetzt tu mal einfach mal den USB anschließen und schauen, ob es schon funktioniert. Da tue ich jetzt aber die andere Maus dann abstecken. Und stecke jetzt das hier mal hier jetzt erstmal rein. Ich hoffe, dass es in Mehrfachdinger auch geht. Da ist es. USB-Gerät nicht erkannt, ja. Das kann das ein Friseur erzählen. Das ist ja nur wegen dem selbstgebauten Lüfter. Ich glaube, den habe ich noch gar nicht gezeigt. Den habe ich schon lange zwar in Zwischenzeit. Habe ich mir den kleinen Lüfter selber hier zusammengepflockt. Gut, dass mein Laptop hochheben kann ohne Probleme. Schauen wir mal, ob schon was sich überhaupt schon funktioniert. Oh, das geht ja schnell. Ich musste nur anschließen. Oh, okay, die Maus funktioniert schon mal. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier irgendwie zeigen kann. Das geht auch hier, glaube ich, auf der Fläche schnell. Ja, die Maus geht. Das ist schon mal geil. Dafür funktioniert die Tastatur jetzt auch. Versuchen wir mal, es mit der anderen Tastatur zu anzugeben. Also hier ist ja logisch, das geht. Aber wenn wir die testen wollen, wenn ich jetzt diese Tastatur hier gleich mal testen, geht man dann schnell ein zum Testen. Ihr seht hier, ich mache jetzt hier nichts, ich gebe es jetzt einfach mal hier schnell was ein. Was mir gerade spontan einfällt, der Name. Ja, funktioniert. Wunderbar. Nochmal irgendwie das mit in die Kamera zu zeigen, das ist ja natürlich jetzt doof. Und geht es so halbwegs? Ja, ab da rührt sich was. Geht. Wunderbar. Das ist wirklich aber Installation, easy Installation, stimmt. Nur anschließen, Batterien anlegen, fertig. Schon funktioniert's wie auf Knopfdruck. Ohne vor irgendwelche Installationen. Das wundert mich. Also bei mir zumindest war es jetzt ohne Installation. Ja. Dann weihen wir doch gleich mal die Maus hier einfach mal ein. Mit Virtual DJ für einen kleinen Bass-Soundcheck gleich noch zusammen jetzt gemischt. So. Dann schließen wir erstmal das da an. Oh. Wir wollen die Ausgabe über Kopfhörer. Nehmen ihn hier, aber ich nehme jetzt auch die drücke jetzt das hier auch. Das müsste von hier hinten eigentlich auch gehen. NCS schreibt sich, heißt es, ne? NCS, ja. Geht natürlich jetzt noch nicht. Aber gut, dass das eine urheberrechtfreie Musik ist. Ja, okay, aber DJ kann man damit auch gut machen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, Ton kann jetzt nicht gehen. Ich muss ja natürlich jetzt wieder hier die Maschinen hochfahren, so wie es auch heißt. Ja, stimmt. Die Tastatur hat beim. Also diesen.
Edeka-Besenbeck 20 Euro gekostet. Deswegen habe ich ja den 20-Euro-Schein einfach mal genommen. Aber 20 Euro hat ja, denke ich, jeder. Achso, das war Radio. Drum, habe ich gerade gewundert. Hä, ich hatte es dann letztens Slim Shady. Von Eminem. Da noch an. Zum Trinken habe ich auch wieder was heute besorgt. So. Wow. Das war ein bisschen laut. Okay, aber ich bin es eindeutig mit der Maus mehr gewöhnt. Okay, und ich habe auch gerade keine gute Unterfläche. Mal schnell über den hier und die blöde Abdeckung mal abgeht. Boah! Heilige Scheiße! Die beste Methode, Lautsprecher durchbrennen zu lassen. Jetzt nochmal mit normalen Ton. Ja, die Sätze sind angeschlossen. Das ganze andere wieder an. Ich weiß nicht gleich, wie schwer das zu laut ist, aber das ist mir wurscht, weil ich mache hier ein Video. Thank you.
immer. Aber die armen Lautsprecher. Weniger, also wenn jetzt meine Lautsprecher hier zerreißt, dann sind sie im Arsch. Ach, jetzt ist hier die scheiß Lampe wieder an. So. Und weil ich nicht will, dass die Lautsprecher unbedingt kaputt gehen, will ich jetzt nicht so arg überlasten. Für den Kurz geht's schon mal, aber man soll es nicht zu lang machen. Und je nach Bass, dann geht's auch in der Sekunde kaputt. Aber da muss man schon das sehr manipulieren. Und das gleiche Bass wäre auch hier in dem Lautsprecher wieder gewesen, weil ich jetzt gerade nicht gefilmt habe. So, ich weiß nicht, ob ich hier noch irgendeinen kleinen Live-Remix versuchen soll. Oh, sorry. Ja, aber das darf man auch mal im Video machen, wenn man einmal rülpsen. Aber das war jetzt auch keine Absicht, Leute. Ihr werdet euch wahrscheinlich denken, boah, ist das ein Schwein, der rülpst ins Video, aber es kann mal passieren. Schneide ich auch nicht raus. Das ist ja ein kleines Spessel für 100 Abonnenten. Da macht es einmal nichts aus, in solche Dinger. So viele Lieder hier. Aber das hat wahrscheinlich wieder... Okay, da weiß ich noch mal was Geiles rausgefunden habe. Das wären da, glaube ich, was. Wer könnte ich da schon nehmen? Was könnte ohne GEMA sein? Das To You, das ist eh schon hochgeladen. Aber nein, da ist der Sinn weg, der Reiz. Ich kann auch nicht das hier schnell verriskieren. Mache ich hier gleich Klondeck. Aber ich muss hier nicht lang machen. Eins, zwei, drei. Einen völlig neuen Sound kann man hier kreieren, wenn man gut ist, wenn man will. Dass es so viel Bass war. Oh shit. Meiner Meinung nach hört sich schon geil an. Oh, okay, das geht mit der anderen Maus besser als mit dem da. Okay, von oben geht's aber gut. Bis zurück zu spinnen. Man muss nur einen richtigen Winkel haben, dann geht es. Naja, gut. Mit der anderen Maus geht's echt schneller. Aber mit der ist es ein bisschen fummelig. Muss man einen Trigger raus haben da mit dieser Funkmaus. Ja, der Laserstrahl leuchtet hier. Sonst mache ich das sicher wieder auf Stopp, sonst ist das Video vielleicht im Arsch. Wer weiß. Von der Ina habe ich auch was. Und die geht es natürlich auch. 1, 2, 3, 4. In dem Fall ist es anders.
Ja, wisst ihr was? Ich mache jetzt einfach noch hier. Wisst ihr was? Dann wisst ihr, was los ist. Haben wir auch immer in deinem Haus, der sich so künstlich aufregt. Dann sagt er, weißt was? Dann spiele ich heute, ohne dass erlaubt ist. Und so Scheiß, was der labert. Der denkt sogar, dass das Minecraft für 7 Euro im Play Store nicht das echte ist. Vor wegen, natürlich ist es das Originale. Naja, da kann man sich nur sein Teil denken. Ich sag nichts dazu. Ja, jetzt kommt noch der Schmidt und Sohn Aufzug nochmal hier als Video dran. Wenn Spessel, dann schon richtige Spessel. Oh, es ist laut. Ich filme das natürlich jetzt nur ab, weil der ist hier aus dieser Gegend vom Haus nachgebaut. Habe ich den ein bisschen nachgebaut, diesen Aufzug. Okay, ich nehme jetzt aber die Tastatur wieder und die gleich die andere Maus. Aber da ist es jetzt vielleicht zum Filmen besser. Ja, von der U-Bahn. So. Okay. Das ist hier eh witzig. Voll realistisch eigentlich. Okay, eigentlich ist innen drin die Aufzugtür beim Original grün, aber. Was soll's? Eine kleine Runde hier noch kurz im Aufzug hoch mal fahren und wieder beenden das Spiel. Lohnt sich auch noch. Mal kurz laut. Am Verstärker natürlich. Ich sehe nur minus 30, ne? Ja. Wenn jeder krank lachen, mal auf nochmal aus. Der fährt schon wieder so langsam. Der Sack. Ist doch ein guter Schmidt- und Sohn-Aufzug. Naja, gut, nicht original. Achtung, jetzt wird's laut. Ja, das war laut. So, was könnte ich noch machen? Sims 3 zu öffnen dauert leider jetzt eine Weile. Ja, wollte ich auch noch machen. Ich hab noch. Nein, Steam ist schon wieder geschlossen. Müsste ich auch erst wieder öffnen. Weil ich das aber bei Steam gekauft habe. Ja. Keine Ahnung. Ja, und jetzt weiß ich eigentlich schon wieder nichts mehr. Ich kann es noch. Ich versuche es öffnen, noch schnell zu öffnen ein bisschen. Und noch kurz ein Video zu machen. Müsst ihr euch leider im Moment gedulden. Ja, und ich habe hier auch wieder die. Stimmt, beim Kassettendeck habe ich da hier die originalen Deckel wieder drauf gemacht. Muss ja auch mal wieder sein. Das Einzige, was ich dran gelassen habe, ist die nette Spielerei von dem Aufkleber hier. Oder das ist ja kein Aufkleber gewesen, war ich auch nur gedruckt und laminiert und dann draufgeklebt. Mit zwei Stücke Tesafilm habe ich es gemacht einfach. Was soll's? Scheinen die da draußen schon wieder so rum. Das hört man bestimmt jetzt. Ist mir aber egal. Ja, was ist? Aha, ja. Nur Nervensägen im Haus. Ich habe doch mit denen eigentlich nichts zu tun, also brauchen die mir das eigentlich nicht sagen, ob ich da bin oder nicht. Wie gesagt, ich habe hier noch nur hier mein vermietetes Zimmer. Ein Mietbürozimmer, ein kleines. Das heißt, ich schlafe hier normalerweise im Bett auch nicht. Das ist nur vielleicht selten, einmal in der Woche höchstens, wenn man hier einfach mal mehr arbeiten muss. Also jetzt gut, jetzt öffne ich Sims 3. Noch. Sollte gehen. Du bist offline. Und da zeige ich noch, was da noch für Videos dran kommen. Was ist jetzt los? Ach so, ich habe das Fach geöffnet. Drum war das hier wieder weg. Das ist das Geile an den Kassettendeck. Ich kann hier einfach bei dem hier auf Aufnehmen drücken. Allerdings muss hier die
die Dinger zugeklebt sein. Kann zwar auch aufnehmen drücken, aber es nimmt nicht auf, sondern aktiviert dann nur den Aufnehmeingang hinten. Das heißt, ich kann das problemlos als AUX-Ersatz auch benutzen, wo es hier über das Kassettendeck über die Anlage läuft. Der Hebel ist ja eh kaputt, aber der steht eh auf Standard, auf dem Punkt. Mach das mal weg, ne, dass hier das auch was ausmacht. Ich weiß nicht, wie es für Spiele muss hier gestern, muss man aufpassen. Ich mach da auch mal kurz den Ton zur Sicherheit mal weg. Wahrscheinlich, vielleicht schneiden die deswegen aber hier den Vorspann vielleicht immer raus. Manche Leute. Und filmen nicht den ganzen Hochfahrbildschirm mit. Rauch nicht so viel da draußen, dann musst du nicht husten. All der Raucher dann da im Haus. Das kann der Wasch sein. So, jetzt tue ich aber, mache, stelle ich aber noch was an. Vorher. Ein bisschen Cheaten, den kenne ich natürlich auch schon, den Cheat hier. Scheiß Cheater. Und dann drückt man hier mal auf Play und dann kommt natürlich hier wieder dieser Bildschirm. Aber wenn ich den deaktiviere, ja, das ist eh noch nicht so lang her, dass ich das Runde gekauft habe, aber trotzdem schon viel drin. Allmählich, das dauert schon fast eine halbe Stunde. Ja, da werde ich dann versuchen, mal mit OCam Bildschirm das Spiel aufzuzeichnen und wird dann auch noch hochgeladen. Ist jetzt nur zum groben Zeigen hier mal. Ja, was ist denn das? Finde folgendes. Applaudierendes Sim. Ach, das ist der wahrscheinlich. Oder auch nicht. Hallo? Ich glaube, es spinnt schon wieder rum. Ah, jetzt. Und auf einmal von 0 auf 100. Ich glaube, das ist auf. Ach du Scheiße, hier habe ich die Anlage eingeschaltet. Jetzt sollte ich schnell die ausschalten. Sonst macht hier dieses Lied Urheberrecht. Wer weiß, was damals der Fernseher noch bei denen noch eingeschaltet. Ha, ran an den Herd. Das Geile ist hier auf jeden Fall, dass die hier auch um einiges besser ist wie das auf der Wii. Haben wir viele volle Spielereien auf jeden Fall. Aufzüge habe ich natürlich hier auch schon zwei gibt drin. Wie gesagt, da kommen wir auch mal später dazu. Die ist auch noch an. Habe ich auch schon eigene Musik eingefügt, wie man hört. Das scheiß Ding ist immer an. Benutzen die es immer heimlich oder geht es halt sich das selber immer ein? Braucht doch kein Mensch. Ja, hier hat sich schon viel getan. Ausschalten diese Zimmerlichter. Schlagzeug natürlich. Aber ich zeige jetzt hier nochmal den Haushalt, den ich erstellt habe. Es sind 7 Leute. Habt ihr nämlich halt, sollten nämlich die als Sims-Figur scharf sein, aber das schauen halt nicht realistisch aus. Die Britney war sowieso doppelt irgendwie gestern. Wie ich das geschafft habe, dass hier ein Stern gekommen ist, habe ich keine Ahnung. Alles ist schon volles Chaos. Ja, gut, aber ich beende es jetzt wieder, das Spiel, weil ich will jetzt eigentlich jetzt spielen. Aber das Video dauert 30 Minuten. Das ist jetzt das längste frisch aufgenommene Video. Für Spessel reicht es eigentlich, denke ich mal. Fürs kleine Spessel für 100 Abonnenten einfach mal. Aber ob ich denn noch öfters Spessel mache, das ist noch nicht sicher. Es ist eigentlich eh zu spät jetzt, das Spessel. Weil das sind schon 110 Abonnenten neulich gewesen, habe ich gesehen. Aber konnte halt noch nichts nachschauen, weil ich hier, wie gesagt, kein gutes Internet hier ist. Und kein WLAN. Das ist voll scheiße. Aber okay. Mir interessiert.
Ach ja, ich habe schon zwei IR-Sensor übrigens, den zweiten jetzt. Das ist der alte, das ist der neue. Das ist der zweitgebaute. Ja, eine Sidebar, eine schöne. Die Miss Gadgets hinzufügen könnte ich ja noch machen, aber will ich nicht. Die schau ich hier auch schon eingefügt. Nette Spielereien braucht man aber eigentlich nicht, aber ich hab's eingemacht. Was mir gefallen hat. So, jetzt kann ich, dann mache ich Steam wieder zu. Drücke hier unten noch auf Beenden. So. Ja, dann sage ich mal wieder danke für dieses Spessel für 100 Abonnenten. Und Dankeschön fürs Zuschauen. Die Tastatur, ja, die ist super. Schade, dass ich keine leere Batterie habe, sonst, die wo aber noch leicht schwach ist. Vielleicht hätte ich dann hier auch schon die rote Leuchte blinken lassen können. Ja, aber die ist echt. Die ist mega geil eigentlich. Jetzt ist eh die nicht angeschlossen. Also mir gefällt's. Die Spielerei. Huch, hier ist so eine Windows 7 Taste drauf. Sogar noch nicht mal Windows 10. Ja, das ist doch mal was. Älteres Modell sogar. Steht leider nichts mehr drauf dazu. Ja, die soll sogar hier Spritzschutz haben. Schutz gegen Spritzwasser, Quatsch. Ja, so was Kleines Lustiges noch zum Schlussgag. Ich trinke jetzt noch mal schnell meinen Cola. Und danke fürs Zusehen, Leute. Eure Straßenbahn-Fan 111, Spessel für 100 Abonnenten. Und Frevi und Bass-Soundcheck, alles zusammen. Okay, fast alles. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und ja, vielleicht wird das mal weltberühmt noch der Kanal, wer weiß. Tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Straßenbahn-Fan 111. Aber jetzt kommen natürlich wieder normale Videos. Das sollte ja nur ein Spessel sein. Ja, ich glaube, es ist davon, dass ich von Spessels nicht so die genaue Ahnung habe. Aber für den Anfang ist es, glaube ich, nicht schlecht. Also, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich wiederhole mich hier 100 Mal. Meine Platte hat sich aufgehängt, hängt, 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 aufgehängt, aufgehängt, aufgehängt. Ja, also, danke fürs Zusehen, Straßmann-Fans. Bis zum nächsten Video irgendwann wieder. Vielleicht dann gleich gibt es irgendwann wieder ein Special für 1000 Abonnenten oder so. Aber bis dahin ist es noch ein ganz schönes Stück hin. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Straßenbahnfan 0911. Der Name, der in die Videos erhalten bleibt. Habe ich auch schon oft gesagt. Ciao, ciao.